Ernsthaft, das ist trending? Ich glaube nicht. So, ihr Insider, Mr. Alexander, erfolgreich, erneuter Sieg für Bayern. Jawohl. Dann Danny Williams. Ja. Yeah. Ich habe Mr. Alexander in Sachen Torjägerqualitäten alles beigebracht. Gern geschehen, Herr Steck. Gönner. Ach, der Danny. Aber das ist halt cool, wenn man weiß, er meint es halt witzig. Ja, ja, das genau. Das ist halt cool. Das mag ich. Die Mila. Sauber, Mr. Alexander. Hoffentlich kannst du was im Finale nochmal schaffen. Wir sind im Finale. Ganz ja, ja, ja. Amelie. Schönes Tor von Mr. Alexander. Hat sich gut ins Team eingeführt. Schreibt nur das Gleiche. Mr. Alexander, heute brauchen wir einen Helden und das bist du. Das war aber schon, ne? Das war schon, ja. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Und das hier ist Adidas. Das dynamische Duo. Wenn Mr. Alexander und Müller auflaufen, dann hat kein Gegner eine Chance. Hashtag hier du Cash. So, wie sind wir hier? Wir haben ja noch 5 von 6, guck mal. 5 von 6. Ach, krass. Ein Tor brauchen wir noch, was wir vorbereiten müssen. Und wir haben über die Hälfte schon geschafft vom Kapitel. Ja. Also, so weit ist es nicht mehr. Partnerschaftswertung 6 von 10. Genau, jetzt hier mit deinem Sturmpartner die maximale Partnerschaftsbewertung. Wird schwierig, glaube ich. Es wäre natürlich, dann müssen wir den ganzen Balken hier vollkriegen, ne? Ja, ja. Aber wir haben noch einige Spiele. Also wir sind, glaube ich, wir haben jetzt, glaube ich, in der Bundesliga haben wir noch 4 Stück. Okay. Hier haben wir noch 4 Stück und wir sehen, wir holen auf 2 Punkte ran. Wir haben aufgeholt, ja. Geil. Schöne Sache. Ich bin gespannt. Könnte spannend werden noch in nächster Zeit. Okay. Aber erstmal. Und das trotz des Remis in der letzten Runde gegen Leverkusen, in der ersten Runde gegen Leverkusen. Trotz dessen haben wir uns rangepirscht. Hätten wir ja vorhin den Remis nicht gehabt, sondern gewonnen, wären wir jetzt Tabellenführer. Nee, glaube ich nicht. Doch, wir hatten 3 Punkte mehr. Echt? Ja. Okay. Wenn du das sagst, dann, ja, dann will ich mal ich als alter Fußballprofi, ja, klar, da, will ich gar nicht, da kann ich euch noch was erzählen, der Freunde. Ich bin der Carlo Ancelotti von Köln. Ohne Ende man jede Abwehr. So verschafft ihr euch auch Brot. Noch freie Räume. So, durch die Tore und Ball abfangen, das hört sich ja sehr gut an. Oh ne. Passe durch sämtliche Tore. Mit harten Pässen verkürzt du die Zeit. Gott, wie soll ich das denn machen? Ich weiß gar nicht. Ach du Scheiße. Oh Gott, ist das ein Scheißtraining. Ach du Kacke, ist das ein Scheißtraining? Ich muss alle Sachen hier abschließen. Ja. So, das haben wir schon mal. Es wäre viel cooler, wenn man mit Müller zusammenspielen würde. Ich verstehe es einfach nicht. Das stimmt. Ist ja auch nicht so schwer zu programmieren eigentlich. So, das haben wir auch. Ja. Jawohl. Sehr gut. Jetzt ab durch die Mitte. Ja, das meine ich nicht. Ja, ja, da müssen wir aber hier noch durch, warte. Ja, aber Zeit läuft. Ja, ich weiß. Und los, go! Yes! Ja, geil, sehr gut. Hat das noch gezählt? Bonuspunkte? Ja, hat noch gezählt, aber ja, komm, lass natürlich, also B oder A ist jetzt auch kein Unterschied. Das muss man nicht unbedingt. Und ich schon wieder Ball abfangen. Warum tut ihr das denn mit mir? Was habe ich denn getan, Mensch? Das kann doch nicht sein. Du bist doch kein Verteidigungsspieler. Ich verstehe natürlich, dass man auch als Stürmer den Ball mal abfangen muss, aber... Das geht. Ich stelle diesen Trainer in Frage. Aber wir sehen ja gar keine Verteidigung jetzt, ne? Also alles gut. Ja, das stimmt. Trotzdem, ich stelle den Trainer in Frage. Weil der Müller nicht mehr mit auf dem Feld ist. Wir müssen mit dem Müller üben. Und anbändeln. Hashtag Weihnachten reicht nicht. So. Boah, ich blick nichts mehr. Okay, jetzt wieder. Ja, das läuft ja. Ach, schade. Ja, egal. Du bist schon lange über exzellent drüber. Schon lange. Aber das ist, glaube ich, dein Spiel. Das ist deine Disziplin hier. Passspiele, aber ganz ehrlich, so, wenn man die Spiele gesehen hat, die wir jetzt ausfechten mussten, es wundert mich nicht, dass du der Passspielkönig bist. So. Wolltest du abprallen lassen an ihm oder was? So Kopfschuss? Genau, Pinball-mäßig so ein bisschen. Schön, Training war erfolgreich. Sehr geil. Also am Training hapert's nicht, ne? Das kann man ja auch mal sagen. Nee, um Gottes Willen. Da ist es ja eigentlich immer gut. Und unsere Werte steigen ja auch unaufhaltsam. Ja, eigentlich schon. Also der Alexander ist ja schon eine Menschmaschine, musst du einfach sagen. Bin doch keine Maschine. Wo ist denn der Müller überhaupt? Ich seh den, guck mal, der ist aufs Auswechselspieler. Ach, da links, ja. Krass. Hä? Was ist mit Müller los? Also bitte. Thomas Müller, super Typ. Das liegt daran, dass er nicht mehr mit uns trainieren kann. Ja. Sag ich euch. Ja, der Dino muss weg. Ja, Dino muss weg. Wir müssen ihn zwar retten, aber nee, geht wir nicht. Wir verlieren jetzt extra. Wenn wir verlieren, dann ist das extra, damit Dino weg ist. Wir müssen diese Mannschaft retten. Du sagst, oh mein Gott.
Hier spiel du. Alexa, Kopf oder Zahl? Zahl. Was hat mir Kopf, ne? War leicht. Ja, Kopf war leicht. Sie gönnt es uns nicht. Dankeschön, Alexa. Ich glaube, man muss das andersrum sagen, ne? Mm. Oh Mann, ey. 29. April 2018. Dortmund. Aber es ist natürlich jetzt die direkte Chance, jetzt die Tabellenspitze zu ergattern, ne? Ja, das stimmt. Also, das wenn stimmt. wir gewinnen, sind wir Erster. Hundertprozentig. Wenn wir gewinnen, haben wir die Tabellenspitze. Ja, die Greta. Triff, Mr. Alexander, du musst heute treffen! Oh ja. Oh, Bayern muss bei Dortmund ran und Bayern muss gewinnen, sonst ist die Saison vielleicht vorbei. Es steht immer das Gleiche. Stimmt. Bei Dortmund haben wir es immer schwer. Gut aufpassen, Bayern, das wird heftig. Ja, Dortmund ist natürlich so eine Sache. Ja, Dortmund ist natürlich auch Traditionsverein und unfassbar gut. Ja, mittlerweile auch der Klassiko, der Deutsche. Ja. Ja, Dortmund gegen Bayern ist natürlich immer Rivalen und Prestige und alles drum und dran. Oh, da Bayer, muss Bayer. Der Sieg her. Ende ich hoffe, aus. Ich hoffe, ihr sitzt zu Hause mit eurem Bayern- oder Dortmund-Schals. Und seid jetzt voll dabei. Ich muss die Folge auch Bortmund. Dortmund gegen Bayern nennen. Entschuldigung. Guck mal, da sieht man's. Also wenn wir gewinnen, sind wir einen Punkt vorne. Richtig. Und dann sind wir Erster. Das ist quasi die doppelte Entscheidung heute. Es ist das wichtigste Spiel, dass wir vielleicht... Auf jeden Fall für die Saison. Vielleicht, genau. Vielleicht können wir es auch wiederholen. Ich habe das eine geheime Zauberkraft, von der habe ich niemandem erzählt. Weißt du, wie wir das machen? Wir lassen uns einfach von nun an immer Alexa entscheiden, weil dann sind wir nicht schuld, weißt du? Ja, das stimmt. Wenn wir wiederholen, machen wir Kopf oder Zahl, dann entscheidet halt Alexa, ganz stimmt. einfach. So, und ich würde sagen, wir fangen an im Regen auswärts gegen Dortmund. Ach du Scheiße. Ich habe die Hose jetzt schon voll. Die besten Voraussetzungen. Oh, erstmal ein Fehlpass hier von Dortmund. Also man kann Dortmund immer in ihren Farben, die können immer in ihren Farben spielen, ne? Immer wenn ich die spielen sehe, sind immer schwarz-gelb. Das wäre jetzt auch natürlich. Oh, wow, das wäre jetzt natürlich. Oh, was war das denn? Der und diese Wespe, die ich meine, nennt sich Maria. Was denn? Nix, alles gut. Achso. Ja, du Schade. Willst es auch wissen, ne? Ah, es wird Zeit. Willst du ins Krankenhaus treten? Die haben Borussen. Eckhard Werner, die Borussen sind da. So, okay. Ja! 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 Alter, der Balken. Hast du den Balken gesehen? Nee. Ist er explodiert gerade oder was? Guck dir das mal an jetzt, Alter. Boah. Ja, ich komm zu meinen Davon Garten. Spreche ich doch. Alter! Oh, die Kameramänner haben alles im Spot. Oh, alter Schwede. Oh Mann, ey. Schön. Liebe Borussen, seid nicht böse, es ist ein Spiel, es ist FIFA 18. Yes! Alter Schwede. Yes. Nice, ein wunderschönes Dreamteam. Ich will den Balken sehen. Ich will den Balken sehen, ich will den Balken sehen. Ich will den Balken sehen. Schön. Schönes Ding. Super geil, sehr geil. Oh, ja, nice, ich hab ihn gesehen. Das ist ein richtiger Prachtbalken, den die beiden da haben. Jetzt wird Zeit, wir marschieren nach vorne. So, im Aua. Siegestaumel muss man trotzdem vorsichtig sein, natürlich. Klar. Aber es ist nass, natürlich, da rutscht man auch schon mal weg. Wie Beatrice vom Storch am Game-Controller ausrutschen. Oh, der schnell. Jawoll! Nicht zur Flanke kommen lassen. Er hat Probleme, weiß nicht, wo er hin soll. Ja, stimmt. Trotzdem wird es gefährlich. Ah, Ecke. Es ist Ecke. Nee, es ist ein Elfmeter. Echt? Es ist ein Elfmeter. Was? Oh Gott, ey, das gibt's nicht. Ich dachte, das wäre Ecke. Warum Elfmeter? Oh, Mann, was ist da passiert? Ja, auflaufen lassen. Aber ich dachte, du wolltest den Ball holen. Ja, wollte ich auch, aber okay. Immer, theoretisch immer noch eine Chance. Nein, Alter, wie war der denn geschossen? Alter Schwede. Krass. Oh Mann,
ist nur ein Spiel. Es ist nur FIFA. Alter, wie der geschossen war. Also ich glaube, selbst wenn ich die Ecke gehabt hätte... Der hätte, Alter, das war so, also wirklich Millimeterarbeit. So richtige NPC-Schuss, weißt du? Als Mensch kannst du gar nicht so schießen. Okay, aber alles gut. 1-1. Ja, ich sehe schon. Du wiegst dich sehr in Sicherheit. Okay. Wie die pfeifen. Ja, man merkt deutlich, es ist ein Auswärtsspiel. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Alter, was machen die denn jetzt auf einmal? Das kann doch nicht sein. Zweimal so schnell hintereinander. Ich fass es nicht. Die Borussen sind schuld, dass dieser Hund entstellt wurde. Das arme kleine Hündchen. Oh Gott, ey. Ribéry. Und der Ball geht. Klasse Steilpass von Ribéry. Ribéry. Oh, fuck. Es war so knapp. Was soll ich denn machen, Mann? Vergebene Chance am Arsch, Junge. Das war keine Chance. Ja! 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 Ja, ja, Mann! Ho, ho, ho! Boah, Alter, ey. Ich stell das Hühnchen wieder weg. Ich stell das Hühnchen Alter, weg. Mann. Vorlage von Alex. Boah. Und auch schön versenkt. Richtiges. Was ist schön das versenkt. Jetzt schon wieder für ein Krimi, Mann? Das gibt's doch nicht. Alter Schwede. Ribéry. Wunderbar, wie der Rasen da in die Lüfte fliegt. Der Thomas guckt an die Kamera. Hallo! Yeah! 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 Yeah. Oh, wichtiges Tor. Wichtiges Tor. Wir sind wieder da. 2-2. Alles wieder auf Null. Was für ein fieses Spiel. Okay, sehr schön. Ja, gut. Schön rausgeholt. Oh, schön, Alex. Das hat er jetzt ja gelernt im Training. Oh, der Müller hat es nicht gelernt, der war nicht beim Training. Nein. Oh nein! Oh nein, 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 nein! Okay, hat er. Safe, Gott, safe. Ich dachte gerade, er gibt Elfmeter. Lieber Borussen, bitte hört auf zu pfeifen. Wir sind auch nicht gerne hier. Eckball, sehr kommt schön, schon, sehr kommt schön. Schon. Eine Chance. Wo haben wir? Oh, schade. Aber nicht nachlassen, war gut, ja. Dass wir es auch mal probiert haben. Das wär's gewesen. Knappes Ding. Wer der versenkt, das wär geschenkt. Ich weiß, was ihr denkt. Komm, wenigstens jetzt mit einem 2-2 in die Halbzeit. Jawohl, super. Schön, Alter, schön. 2-2. Zum Schluss hier nochmal wichtige Pässe an den Mann gebracht. Ein bisschen Sicherheit gewonnen. Und hier der Bienenstock ist ganz aufgeregt. Alter. Ey, ich bin jetzt schon fertig. Mann, ich sag Mann, dir, Mann. Im Finale, im Pokalfinale müssen wir bestimmt nochmal gegen die spielen. Ja, aber dann vielleicht haben wir mehr Glück bei Kopf oder Zahl. Ja, ja, stimmt. Aber das war so schön, das Tor, das Anfangstor, ey. Ich, oh, das Traum. Das war so ein Traum. Das müssen wir wiederholen. 6 Komm. Schüsse aufs Tor haben wir gehabt. Das heißt, wir kämpfen. Wir sind ganz klar im Vorteil und wir sind ja auch Kämpfer. Wir sind Löwen. Ich habe den Löwen kurz von den Braunschweigern ausgeliehen. Wow, was für eine Parade. Schön gemacht. Aber wir sind noch nicht safe. Hashtag Löwen. Hashtag ab nach vorne.
Sehr gut. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja! Ja! Ja, Mann! Der Balken ist einfach voll, oh. Mann! Der Balken ist voll! Oh Gott, ey! Weihnachten! Alter! Oh, wie gut! Wie gut! Alter Schwede, Mann! Unaufhaltsam! Wenn der Alex nach vorne stürmt, der ist wirklich, der ist wirklich ein Löwe. Nicht. Der ist wirklich, wirklich ein Löwe. Guck ihn dir an! Jawoll! Alter oh. Schwede! Ey, ich bin so totgeschwitzt gerade. Ich bin so fertig. Komm, jetzt wieder die Führung geholt und jetzt einfach halten. Halten. Meine Güte. Keine Risikospiele. Wir müssen mit der Zeit spielen. Wir müssen mit der Zeit spielen. Ja. Es ist uns wieder übrig. Super. Spielen ihn schön hinten rum, ein bisschen Kombination. Ja, wunderbar. Voll. Schön rausgeholt. Ey! Oh, Alter! Ja! Und dann spiel früher ab, weißt du? Freistoß oder Elfmeter? Ich weiß es nicht. Es war ein Foul. Es war auf jeden Fall ein Foul. Also wir kriegen Freistoß oder Elfmeter. Irgendwas kriegen wir. Du wirst gefoult, der Trainer so, spiel früher ab. Was hat da? Voll der Anti-Mensch. Es müsste Elfmeter sein. Es müsste eigentlich Alter. Elfmeter sein. Es ist Elfmeter! Oh mein Gott, es ist Elfmeter. Es ist... Elfmeter. Wir müssen ihn reinmachen. Alter, Anweisung. Den okay, und jetzt haben wir noch den mach den Sack zu hier, ne? Nicht ein. Fahrer den. Nee, wir haben schon. Achso, alle Ziele ein Tor. Alles okay, klar. Okay, machen rein. Der Gefaulte schießt niemals. Okay. Alter, der hat immer nicht. Die Ecke. Der hat immer die ja, Ecke. Ja, der weiß mal genau, wo es hingeht. Der weiß aber auch, wo es hingeht. Aber egal. Ich glaube auch keine Sekunde, dass es random ist, wo der hinspringt, sondern da ist schon so eine Prozentchance dabei. Schön. Nein. Alter, wie schnell bist du? Oh nein. Ah, sehr gut. Sauber rausgeholt. Nein. Ja, noch nicht ganz. Nein. Wo kommen denn diese Tore immer her? Wo kommen die immer her? Ich fasse es nicht. Und wir hätten den Elfmeter gerade so dringend gebraucht. Wir hätten den so dringend gebraucht. Das gibt es nicht. Nein. Guck dir das mal an. Ja, die haben halt auch uns ausgekontert jetzt, ne? Oh Mann. 67. Und wieder der Millimeter in der Ecke. Ja, James kommt nochmal rein. Thiago, frisches Blut. Frische Luft. Kommt schon. Noch ist Zeit. Diese Borussen! Entschuldigung. Was passiert denn hier? Was passiert Alter, hier? War zwar ein Foul, aber egal. Marco Reus kommt rein, der ist auch sehr schnell. Da müssen wir aufpassen auf den Außen. Oh, okay. Oh Mann. Jetzt wollen sie es alle nochmal wissen, ne? Super. Hör doch zu pfeifen! Was soll das? Habt ihr keine Manieren? Entschuldigung. So fangen meine schlimmsten Albträume an. Oh, sehr gut. Keine Ahnung, wie er den rausgezaubert hat. Es ist mir ein Rätsel. Unser. Okay. Wie kannst du den denn drüber köpfen, Ribéry, bitte, ey? Das kann nicht dein Ernst sein. Wie kann man so frei zum Kopfball? Oh mein Gott. Ey, das gibt es nicht. Das ist doch unfassbar. Unfassbar. Ja! 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 Anton Müller! Ja! Alter! Ja! Jetzt geht's los! Okay. Ey, ich spinne nicht, ey. Alter Schwede. Wichtig, dieser Kopfball, ey. Oh Mann.
Boah, der Elfmeter, halten, der Elfmeter, der Kopfball, wenn das alles drin gewesen wäre. Was ist das für ein Spiel? Jetzt mal ohne Witz. Schwede. Oh Mann, ey. Oh Mann. Alter. So, das müssen wir jetzt unbedingt halten. Ja, unbedingt. Ich hoffe Komme, was wolle. Wir müssen das eben einfach sichern. Und wenn wir die alle verprügeln und alle rote Karte kriegen, ist egal, obwohl das ist schwierig. Im nächsten Spiel. Jawohl, den haben wir. Sehr gut. So viel Zeit runter, wie es geht. Wie die mal ganz kurz pfeifen, die Zuschauer. Oder es wieder auf. Wie so ein Vogel, der gefüttert werden will. Alter! Eckball. Alter! Das war aber auch nice. Alaba geht raus, Rafinha kommt rein, nochmal ein frischer Verteidiger. Hier ist, richtig, Alter, Bäumchen wechsel dich die ganze Zeit, Alter. Ist wie auf dem Wochenmarkt geht's jetzt zu. Okay, wir haben jetzt die 88. gleich. Können wir ein bisschen ausreizen, 88. Können wir natürlich hier ein bisschen warten. Er bleibt im Ballbesitz nach diesem Zweikampf. Das könnte gefährlich werden. Sanchez. Boah! Das wäre, wenn der reingegangen. Alter! Okay, komm bitte, bitte, lass uns das Ding nach Hause holen. 2 Minuten noch Nachspielzeit. Jo. Und das war's. Ja! Mann! Meine Damen und Herren, das ist es gewesen! Ja! Boah, was war das für ein Spiel, ey! Heilige 3:4, ey! Boah. Boah, normalerweise haben wir ja so Spiele, so 2-0 und sowas, ne? Aber 3:4, Alter. Ey, ohne Scheiß, ich bin so nass geschwitzt gerade an meinen Händen, ey. Das ist so heftig, ey. Schau mal diese Bewertung an. Und ich meine auch diese Rivalenbewertung mit Thomas Müller und uns, ne? Mhm. Die ist richtig gut. Richtig gut. Geiles, also wirklich geiles. Das war ein richtig geiles Spiel. Mega, mega wichtiges Spiel. Und also man hat auf jeden Fall, man hat auf jeden Fall gefühlt, dass es um die Tabellenspitze geht, ne? Dass es zwei Rivalen sind. Dass es um Prestige geht, dass es um alles geht einfach und alle haben jeder alles reingeworfen. Dortmund hätte den Sieg genauso verdient gehabt. Ganz klar. Ja. Wir hatten und sie hätten auch gewinnen müssen, genau wie wir. Es ging nicht anders. Alter Schwede, was ein geiles Ding. Guck mal, erst hier unser Tor, dann der Elfmeter, der sowieso perfekt geschossen war. Zack, die konntest du gar nicht halten. Ja. Wenn der in die Ecke springt, dann geht er trotzdem rein, weil du einfach nicht rankommst. Du bist einfach zu kurz, selbst ein Neuer zu kurz und dann gehen die sogar noch in Führung mit diesem Ding. 2-1. Da denkt man schon, da bist du schon wieder auf dem Boden, weißt du, und dann hier. Dann die Aufholjagd, hier die Aufholjagd. Bam. 2-2. Schön versenkt. Und dann das Spiel erneut gedreht. Der Mantel war auch am Start. Hat sein Mantel wieder gefunden. Der hat auch gar nicht zum Spielfeld geschaut. Der hat einfach sich so gefreut. Und hier Alex, ne, der dann das 3:2 macht. Da waren wir wieder auf Wolke 7. Und Alex vor allen Dingen echt wie ein Löwe nach vorne gezogen. Beide, wie ein Dampflok. Müller und Alex, beide im Zusammenspiel. Supergeil. Und dann wieder auf Wolke 7 und dann kommen die wieder und machen wieder den Ausgleich. Und dann kommt halt Alex mit dem allerletzten Sprint. Doppelpass mit Müller. Hier hat sich auf jeden Fall niemand was geschenkt. Oh, und mein beide Gott. Hätten den Sieg gewonnen. Beide hätten den Sieg verdient, aber gewinnen kann nur einer. Und wir sind der glücklichere Sieger am Ende und haben den Sagen wir mal so, es gibt zwei Gewinner, nur einer hat ein bisschen weniger gewonnen. Genau. So, darauf können wir uns einigen. Und wir haben den Tabellenplatz Nummer 1. Boah, Heimo Wasserschneider ist auch sehr beruhigt. Boah, ich bin fertig. So, aber was kommt jetzt? Das ist die Frage. Keine Verschnaufpause vielleicht? Alex, heute war Ihnen kein Gegenspieler gewachsen. Was war heute ausschlaggebend? Die Präzision Ihrer Pässe oder die Abschlüsse Ihrer Mitspieler? Ja, natürlich beides. Es ist eine Mannschaftsleistung. Ich bin nur ein Rädchen der Mannschaft. Ist doch egal, wer die Tore macht und wer sie vorbereitet. Hauptsache, man gewinnt. Aber als Stürmer müssen sie doch Tore machen. Der Trainer sagt uns, dass die Vorlage immer genauso wichtig ist wie das Tor. Danke für das Gespräch. Ja, danke fürs Gespräch. Okay, ciao. Ist immer das Gleiche, weißt du so. Der Trainer sagt uns, wir wissen das nicht selber. Oh, ey, das war echt ein Spiel jetzt für die Seele, ganz ehrlich. Ich will mal jetzt gerne die Bewertung sehen zwischen Müller und uns. Dauert noch ein bisschen. Oh Gott, ey. Alter. Ja, wir sind Tabellenführer übrigens. Wir sind Alter. Vielleicht schaffen wir es noch. Komm schon.
Huch, Sturmduo sind wir. Sturmduo sind wir nice. Jetzt. Nur noch eine Kategorie höher und dann sind wir Telepathie und dann haben wir echt fast alle Aufgaben geschafft. Es sollte machbar sein. Ich glaube, die Vorlagen haben wir schon voll. Ich glaube, ja, die haben wir schon gemacht. Da können wir mal eben gucken. Aber ich glaube, die haben wir schon gepackt. Alter, ich bin fertig. Ich bin wirklich am Ende gerade. Ich bin wirklich durch. Ich bin wirklich, willst du kurze Pause machen? Oder nee, ja, nee, alles gut. Also so weit ist es so schlimm auch nicht. Aber ich habe so mitgefiebert gerade. Es war echt schlimm. Boah, 6 zu 6, da sehen wir es schon. Und hier 8 von 10 mit Sturmpartner. Genau, und den Dinos Trainerstuhl, da müssen wir noch überlegen. Da fragen wir lieber Alexa. So, das glaube ich aber auch. Ich habe gemerkt, dass sie sich aktiviert. Nee, Entschuldigung. Okay, ja, geh nochmal ganz auf die Tabelle, einfach nur ja, um es zu sehen. Ja, da sehen wir es. Da sind wir auf der 1 und zwar auf der Schwierigkeit Weltklasse. Und das haben wir uns aber auch verdient, ne? Ja, also bei dem Spiel sagen. Haben wir uns das echt verdient und im Pokal sehen wir es auch. Und wie soll es anders sein? Natürlich Pokal gegen Dortmund. Im Finale. Und ich will mir gar nicht ausmalen, was dann passiert. Was in diesem Spiel passiert, ne? Aber wir haben ja noch Kopf oder Zahl. Wir haben noch Kopf oder Zahl, aber eigentlich wäre es wirklich traurig, wenn wir in den letzten Spielen so dann noch auf leicht stellen würden, finde ich. Ja, ja, du hast recht. Wir sind jetzt so weit gekommen. Lass mal weg. Aber ich habe Angst. Ich habe einfach nur Angst. Ja, aber guck mal, wir haben jetzt das Spiel schon mal für uns entschieden. Ja, den ersten Schritt haben wir schon mal gemacht. Mal gucken, was Social dazu sagt. So, Ben Schumacher. Wow, Tor und Vorlage von Mr. Alexander. Wie alt ist er nochmal? 10. So, EA Sports News. Mr. Alexanders jüngste Leistung machen ihn aktuell zu einem der formstärksten Akteure der Liga. Aber kann er das durchhalten? Hoffen wir doch mal. Das hoffe ich auch. EA Insider. Mr. Alexander erhält Auszeichnung als Spieler des Tages. Schön. Schön. Und wie? Ja, Alter, der Penner, weißt du noch? Das war der Penner. Ja, aber jetzt hat er gute Laune. So, Bayern holt sich die andere Abgrund des Leistung mit Alexander. Hashtag Arschkriecher. So sieht's nämlich aus. Mats Pfeiffer, so zum Ausschneiden. Okay, kennen wir ja, schon. Ja, klar. Trikots gekauft. Der hat mittlerweile 4000 Schlipsel an der Wand. Und Amelie, die uns sonst mal angefeuert hat, so, Mr. Alexander erledigt seinen Job, okay? Oh, Thomas Müller. Huch, ach, Thomas Müller. Mit Mr. Alexanders Rückkehr kommen auch die Siege wieder. Yes. Los geht's. Danke dir, Thomas. Thomas Müller, super Typ. So, Harold Hunter sagt, du hast die Wende für Bayern geschafft, mein Junge, @Mr. Alexander. Catherine Hunter, ich bin stolz, dass Bayern dank dir wieder in die Spur gekommen ist, Mr. Alexander. Danny Williams, du bist ja sensationell gut drauf, Mr. Alexander. Wenn du so weitermachst, bist du bald so gut wie ich. Oh, Danny. Nice, aber Opa soll schreiben. Ja, Opa, wo ist der eigentlich? Lebt der noch? So, RIP. Okay, Kim Hunter, Glückwunsch zu den vielen Punkten in letzter Zeit, Mr. Alexander. Danke, Kim. Ja, danke, Kim. Danke. Super. So, Mila Huber, dass Bayerns besser spielt, hat nur einen Grund, Mr. Alexander. Oh, also jetzt und haben sie aber echt rausgehauen. Hier geht's richtig los. Man in Blazers, jeder sollte jemanden haben, der ihn so gut versteht wie Mr. Alexander Müller. Hä? Bro Love, oder? Guy Love, es ist Guy Love, glaube ich. It's Guy Love. Ja. Wunderbar. Taktische Flanken und fortgeschrittene Flanken. Ab zum Training und ja, die Liga. Wir haben jetzt, glaube ich, noch 3 Spiele in der Liga und dann noch das Pokal. Mhm. Und dann ist die Saison zu Ende, so wie scheint. Wir gucken Flanke, einfach mal. Flanke, ganz wichtig. Auf diesem Niveau geht ohne gute Ausführung gar nichts. Gegen Top-Abwehrreihen müssen unsere Flanken perfekt okay, sein. Taktische Flanken und fortgeschrittene Flanken. Flanken ja, der hört nicht auf zu labern. Ja, ist ja nicht. Oh, unsere Flanken perfekt sein. Ja, der hat immer weiter geredet. Wir hören das leider immer sorry, nicht, aber der redet immer weiter. Sorry. Ja, komm. So, okay, soll er ruhig machen. Flanke den Ball zum geeignetsten Spieler. Ja, das kriegen wir eigentlich hin. Müssen wir vorher Eignungstest machen. Solange es kein Verteidigen ist, ist alles in Ordnung. Das war nicht der geeignetste Spieler. Nein, ich glaube auch nicht. Ich will den weiter. Oh, nice. Ja, so. War eigentlich nicht geplant, aber. Und immer noch schade, dass der Müller hier nicht ist. Boah, Alter, was für eine Volley. Aber vielleicht ist er nicht hier, damit der Balken sich nicht weiter füllt. Das kann sein, ja, das stimmt. Ne? Dass sie sich das so gedacht haben, trotzdem finde ich es irgendwie komisch. Huch. Was macht er denn da? Okay. Ohne Müller sind wir einfach nicht derselbe Hunter. Oh, schade. Schön. Okay. Weiter so. Trotzdem. Weiter. Exzellent. Ja. Ach, ja, gut, der kommt jetzt egal. Komm, nehmen wir mit. Dann nehmen wir mit. Super. So, fortgeschirrte Flanken. Ja, möglichst, wenn du Flanken auf der Mitte spielst, ist alles klar. Okay, ja, dann go. Nur ein bisschen Steuerung angepasst. Okay. Mit einem Gegenspieler oder was? Weiß nicht, ist das deiner? Schade. Okay. Veloce! Kippa, diese Musik, ey. Bam! Schönes Ding. Oh, schade. Hätte wenn der mal sitzen würde, ne? Ja, hätte ich gegönnt. Aber bei mir Hashtag Gönnung. Der sitzt!
Nein! Ah, der Neuer ist einfach zu gut. Vorwärts! Glaub, vorwärts! Ist gar nicht Neuer. Doch, da stand gerade Neuer. Echt? Okay. Also gehe ich davon aus, dass es ist. Okay. Es kann natürlich auch ein Scharlatan sein. Bam! Oh, oder einer, der nur so heißt. Heinz Neuer. Ach Mann. Oh, krass. Es geht nicht, es geht nicht. Ah, diesmal läuft es aber nicht so gut. Wir müssen das echt nochmal wiederholen. Oh! Alter, wo schießen die denn hin? Das wird nichts mehr. Ja, der hat mal gesessen. Ja, gut gemacht, aber trotzdem. Willst du nochmal machen? Ja, komm, auf Arsch hoffen wir locker. Ja, rein, weiter, weiter! So viel Vertrauen habe ich zu. Wow. Auf Arsch hoffen wir locker. Gut, klar. War mein Fehler. Was ja, auf was A du? Ist kein Problem. Okay. Ah, oh, schade. Es ist der Neue. Können wir den Neuen austauschen? In Tor gehen irgendwie, ne? Neue Auswechslung droht. Jawohl. Immerhin kam er an. Los! Los! Alter, das gibt's doch nicht. Ich erinnere mich noch damals an den Skandal, als der Kahn gegen Neuer ausgetauscht wurde, quasi. Und jetzt ist der Neuer eigentlich schon so ein... Ach, du meinst... Nee, du meinst, glaube ich, den Lehmann. Ah, nee, ja, der Lehmann. Genau. Ja, Kahn ist ja noch ein bisschen länger her, glaube ich. Genau. Genau, der Lehmann war es. Entschuldigung, der habe ich ganz vergessen. Also Lehmann gegen Kahn wurde ausgetauscht, ne? Genau, also Lehmann genau. Hat gespielt, Kahn halt nicht. Und das war so ein Skandalchen genau, irgendwie. Genau, vor der WM 2006, meinst du? Genau, und das war so ein Skandal. Ja, lalala. Und jetzt ist der Neuer einfach gar nicht mehr wegzudenken. Ja, der Neuer ist halt Weltklasse. Das müssen wir nochmal machen. Ja, ja, ja. Der Neuer ist einfach der neue Titan. Ich finde es halt schade, er ist halt momentan verletzt bis Anfang nächstes Jahres. Oh, was hat er denn? Weiß ich nicht, der hat irgendwie was am Knöchel. Bestimmt beim Training. Weil die Mitspieler ihn verprügelt haben, weil er alles gehalten hat. Ja, wahrscheinlich. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Tempo! Jawoll! Oh, Mann, ey. Jetzt! Jetzt! Das ey, ist der Neuer, Wahnsinn. Ist einfach, das ist der Wunderkind. Der ist einfach ein Wunderkind. Ja, dann gute Besserung, lieber Neuer. Yes, yes, endlich mal gesetzt. Ich weiß, er guckt immer zu. Veloce, Hashtag Veloce. Neuer Super. Mann, jetzt mach den doch mal rein, bitte. Ich weiß nicht, was da los ist, Curry. Ich weiß es nicht. Du bist eigentlich so ein, du bist so ein Torgarant, muss man ja sagen, dass ich das hier nicht verstehe. Das gibt's nicht. Vorwärts! Ich meine, es ist vielleicht auch mal nicht so schlecht, wenn wir gerade mal eben runterkommen. Wir hatten gerade so ein fettes Spiel. Ja gut, das stimmt. Und dann gleich wieder ins Training, weißt du? Nicht mal irgendwie ein Ruhetag oder so. Nein, es geht gleich wieder ins Training. Oh, Mann! Was soll ich noch machen? Ach nein. Und ich würde mich, ehrlich gesagt, würde ich mich auch freuen, wenn man bei FIFA sowas einbauen würde, so kleine Belohnungen einfach. Zum Beispiel, dass da einfach so ein bisschen Party kommt von, in der Mannschaft, so ja, als teambildende Maßnahme, wenn man die Tabellenspitze erreicht zum Beispiel. Ja, das und stimmt. Und nicht aber nur so ein blödes, langweiliges Kack-Interview. Das wäre schön. Weiter, also das wird das Ganze mal ein bisschen auflockern. Mach doch. Und man wird sich dem Team auch näher fühlen. Ich bin jetzt noch schlechter als vorher. Das gibt's nicht. Weil es keine teambildende Maßnahme gibt. Ja, stimmt. Das ist der Grund. Ey, das Alter, ist der Neuer fällt alles. Okay. Aber der Neuer hat wirklich alles gehalten. Der war mal bei B geblieben, ey. Mach, was du willst, der hält einfach alles, ja. Mann, ey. Nächstes Mal machen wir das Training auf leicht. So, Training ist durch. Oh mein Gott, ach, die Ansicht ist... Alter, oh, alle Trainingwertung haben wir gerade abgenommen. Krass. Durch das D. Ey, scheiße, Mann. Oh. Juhu! Nice! Du auch, Mann? Wir kriegen wohl beide Ärger. Hä? Ihr ahnt ja gar nicht, wie sehr es mich freut, dass ihr auf und neben dem Rasen so harmoniert. Er hier, Dino? Der ist einfach klasse. Alex kann wirklich froh sein, neben mir zu spielen. Das Ganze ist eine Ehre für dich, mein Freund. Mir tut wirklich jede Abwehr leid, die es bis zum Saisonende noch mit euch zu tun bekommt. Macht weiter so. Wir sind klasse, Mann. Wir sind geil, ja, stimmt. Friendship forever. Wir sind jetzt BFFs. Aber endlich mal wieder was Positives, ey. Mann, das wurde auch mal Zeit. Also wir haben das Pokalspiel gewonnen, dann das Topspiel jetzt. Kann gerne so weitergehen. Ich hätte dagegen nichts einzuwenden eigentlich. Ja. Herr der BC.